So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und wir machen heute weiter mit Prismania City, beziehungsweise wir sind eigentlich durch mit Prismania City. Und ja, es geht heute weiter mit der Arena, die wir heute erkunden wollen. Ja. Achso, genau, ich habe eigentlich noch was vor. Fällt mir gerade ein. Ich habe ja in der letzten Folge noch ein Item gekauft, das ich unbedingt noch einsetzen will. Beutel, dann Stärkungstasche und den Donnerstein. Und Pikachu entwickelt sich zu Raichu. So, damit haben wir das auch soweit komplett. Und dann fehlen uns nur noch zwei Teammitglieder. Und damit herzlich willkommen im Team Raichu. So, wir kriegen einen neuen Eintrag. Wir haben ja eigentlich auch schon zwei Stück gesehen. Einmal bei Major Bob zuerst. Was haben wir damit schon? Oh, Donnerschlag. So, Donnerschlag möchtest du lernen. Dann kannst du auch die Kopfnuss rausnehmen. So, Raichu erlernt Donnerschlag. Gut. Jo. Wunderbar. Soweit. Und dann geht's heute in die Pflanzenarena, die wir uns mal ein bisschen genauer angucken wollen. Wir haben im Prismania City noch ein bisschen was zu tun. Ein, zwei Dinge haben wir noch zu tun, auf jeden Fall. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber jetzt erstmal geht's, damit wir überhaupt weiterkommen in der Story, ein bisschen in der Arena weiter. So, Evoli möchte Spaltschnitt einsetzen. In der letzten Folge habe ich Evoli auch noch mal neue Attacken beigebracht, die es in dem Pokémon Center von dem Mann hinten rechts bekommen hat. Ja, was stehst du hier so rum? Diese Arena ist toll. Sie ist voller starker Trainer. Ja, hoffe ich doch. Hier ist noch eine junge Dame mit einem Pummeluff. Das Wesen meines Pummeluffs ist hart. Sein Angriff steht schneller an und sein Spezialangriff langsamer. Mit Duplex-Hieb kann es gar nicht verlieren. Okay. Dann haben wir soweit alles hier auch schon abgearbeitet. Und dann geht es ja nicht in die Arena heute. Wir wollen ja heute die gute Erika herausfordern und das ist ihre Arena hier. So, so, du willst also unsere Arena-Leiterin Erika herausfordern. Da solltest du wissen, dass wir nur Trainer mit niedlichen Pokémon in die Arena von Prismania City lassen. Lass mich doch mal sehen, ob du uns hast. Ich kann dir mal Evoli zeigen. Ja, ist das ein Evoli? Und das ist euch das niedlichste Pokémon aller Zeiten. Darf ich euch streicheln? Bitte, bitte, bitte. Oh, das fühlt sich einfach wunderbar an. Am liebsten würde ich es den ganzen Tag lang streicheln. Ach, ich hatte, du hast die Bedingung erfüllt. Das ist definitiv ein niedliches Pokémon. Da will ich mal nicht so sein und dich reinlassen. Ja, okay, danke schön. Und damit geht's weiter. Da steht die gute Erika, aber wir haben noch ein paar Aufgaben zu erledigen, unter anderem einige Trainer. Und ich werde mir tatsächlich mein... was am besten wäre, wahrscheinlich das wohl nur nach vorne sitzen, ja. Weil damit würde ich wahrscheinlich in dieser Arena am besten klarkommen, weil das ist eine Arena vom Typ Pflanzen-Pokémon. Ja. So sieht man sich wieder. Jetzt zeige ich dir mal, wie niedlich meine Pokémon sind. Grehelle mit einem Myra. Du hast nur ein Myrapla, ernsthaft? Alter, ganze Aufwand für Myrapla? Nee, okay. Na, ich gehe davon aus, dass ich noch ein bisschen was in der Hand halt. Oh, Level 28, okay. Gut, dann gehen wir mal drauf mit Flammenwurf. Ja, okay. Das hat nämlich viel drauf. Mann, sei doch nicht so grob zu mir. So, mal gucken, ob wir hier weiterkommen. Wir sind auf jeden Fall ein Trainer noch. Den ich allerdings sehr gerne mitnehmen würde. Komm ich hoch? Ja. Oh, Besuch, du kommst mir gerade recht. So langsam wurde mir nämlich langweilig.
Schildheit Loretta. Du kommst mit einem Owei. Ja gut, Owei gehört auch zum Typ Pflanze. Oh, das war ein bisschen verrückt. Scheiße. Ich wollte eigentlich Flamme versetzen. Aber ich krieg eine Zitronenattacke an. Ja, das war blöd von mir. So, das ist eigentlich richtig. Gut. Ich darf nochmal angreifen. Dann machen wir gerade mal ein Omelette. Ein leckeres. So, und sie ist besiegt. So, dann geht's hier oben weiter wahrscheinlich. Dann haben wir hier erstmal eine Trainerin. Stopp! Hab ich dich vorhin dabei erwischt, wie du deinen Kampfstil ausspioniert hast? Klar, ich habe auch sonst nichts Besseres zu tun. Picknickerin Tina, auch nur ein Pokémon mit einem Duplor. Es ist langweilig, dass sie alle nur ein Pokémon haben. Na gut. Dann gehen wir auf. Oh, das Duflo, das steckt tatsächlich. Was ist denn was? Ey, hör auf mit der Scheiße. Stachelspore, natürlich. Ich habe keinen Ruckzuck-Keep, ne, ernsthaft? Ja, das kann ich angreifen, das ist doof. Das greift normal mit Rasierblatt. Ernsthaft, jetzt greift die Paralyse ein zweites Mal. Gut, der Rasierblatt geht daneben. Und meine Attacke geht auch daneben. Nach dem Motto, du verlierst mal dein Feuer-Pokémon am besten. Das ist ärgerlich gerade. Da nochmal drauf mit Flammenwurf. Ernsthaft, jetzt dreimal paralysiert und einmal nicht getroffen? Die letzten vier Züge? Jetzt. Tschüss, du, Flo. So, jetzt muss ich meinen Wohnunter gleich ein bisschen heilen. 333 Erfahrungspunkte, aber Level 31 für unser Nidoking. So. Gut. Die ist schon mal erledigt. So, Medizintasche. Hier ist ein Supertrack. So, habe ich hier noch ein Paralheiler? Ja, da oben. Gut, dann haben wir das soweit auch. Und dann geht's hier weiter mit der nächsten Schönheit. Das ist gut, dann Pflanzen-Pokémon ist, dass sie so leicht zu trainieren sind. Schau dir doch mal an, wie gut ich meine trainiert habe. Okay. Mirapla. Na, jetzt hast du schon wieder. Die haben irgendwie das gleiche immer nur. Dann kriegst du erstmal das Flügel den Flammenwurf ab, dann bist du nämlich schon mal weg, Mirapla. Ja, dann sage ich ja weiter nicht, dass das überlebt. Jetzt haben wir noch ein nächstes hier. Trigaria. Okay, mal was Neues. Und dieses Trigaria ist schon mal Geschichte. Und Level 29 für Fulnona. Hier wurde erreicht Level 30. Sehr gut. So, einmal kurz das mal. Hier. Ich hoffe, dass ich mich jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich könnte wieder zurückgehen. Ich lang muss hier. Aber ich will die Trainerin da oben noch mitnehmen. Was hast du für Hobbys? Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist deine Leibspeise? Würdest du gegen mich kämpfen? Die letzte Frage kann ich dir beantworten. Ja. Yeah. Du hast einen Duflor. Okay. Du hast einen Duflor. Flammenwurf.
heute nicht. Jawohl, dieses Duflot keine Chance gegen meine geballte Feuerpower. So, diesmal besiegt. So. Ich weiß, dass. Ja, ich habe sie gesehen, die eine Trainerin. Ich möchte aber gerne noch diese hier mitnehmen. Ich warne dich. Schlepp mir ja hier keine Käfer oder Feuer-Pokémon rein, ja? Och, da wirst du enttäuscht werden. Definitiv. Einmal Gyrebeer mit einem Kloffender. So. Da kriegst du jetzt einmal kurz die Flammenpower ab. So. Tschüss. Was ist noch ein Fenster? Ich muss mal gucken, ob ich Evoli, was Evoli kann. Nochmal, ich. Wie ist das nächste Mal, was ich hier zwei vertacken kann? Ich kann mal kurz die Aura einsetzen, damit ich das einfach mal sehe, wie diese Attacke überhaupt aussieht. Und dann bin ich, das ist keine richtige Attacke, vergiss es. So, dann setzen wir uns mal Pulsier-Aura. Pulsier-Aura ein. Oh ja. Sieht ganz cool aus. Wir haben ja im Pokémon-Center beigebracht bekommen, diese Attacken, Quälzone, Pulsier-Aura und noch irgendwas. Noch ein Glyphenser, Alter. Was habt ihr denn für ein Glyphenser? Ich dachte, du hast jetzt so drei Pokémon, ja, ja, Glyphenser und Regarizer 10, ja. Haben wir kurz die Entwicklung, so, die kompletten drei Entwicklungen. Aber dann kriegst du es halt nochmal ab. Watch it. So, und damit ist diese Göre auch Geschichte. So, einen Trainer habe ich noch übersehen. Das ist die junge Dame hier unten. Willkommen in der Pokémon-Arena von Prismania City. Die Trainer hier mögen alle freundlich aussehen, aber das schätze sie lieber nicht. Hier ist mächtig Frontpower am Start. Ich muss mal was trinken. Astrid Yvonne mit zwei Pokémon. Sie hat jedenfalls schon mal einen Utrigarier. Level 31. Ah, das ist okay. So, mal gucken, ob dieses Utrigarier meinen Flammenwurf wegstecken kann. Nicht wirklich, okay. So, die Frage, was hast du als nächstes? Ich denke mal Duflor. Tangela. Okay. Tangela habe ich jetzt eigentlich weniger gerechnet, aber gut, okay, nehme ich mit. Dieses Tangela hat keinen Stich gegen die Flammen. So, damit ist das Ding auch durch. Boah, du hast ja ganz schön was auf dem Kasten. Soll vorkommen, ne? Gut, okay. Ja, ich bin noch ein bisschen überlegen, tatsächlich, wie man hier mein Team aufbauen will. Es fehlen uns halt, wie gesagt, uns eigentlich noch zwei Pokémon. Ich bin tatsächlich so ein bisschen am überlegen, ob ich mein Team mal ein bisschen noch umbauen kann, aber... Naja, schauen wir einfach mal dann, ne? So. Frage ist, komme ich hier durch zu Erika oder komme ich da? Ist das der zweite? Ah, ist der zweite. Definitiv. Okay, dann weiß ich Bescheid. Hätte sein können, dass es hier noch irgendwo was gibt, aber. Ja, manchmal nutze ich es tatsächlich doch. Diese Attacken hätte ich zum Beispiel bei Let's Go Pikachu, habe ich die tatsächlich gar nicht rausgefunden. Gut, da bin ich auch wieder durchgewascht. Das habe ich jetzt hier so ein bisschen anders gemacht. Da habe ich gesagt, komm, jetzt gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Das habe ich auch ein Pokémon-Schwert gemacht. Ja, wir genießen ein bisschen das Let's Play. Und das ist die gute Erika. Hallo, ist das Wetter nicht einfach herrlich? Ach, tut das gut. Einfach mal die Seele baumeln. Warte, meine Güte, ich muss ganz eingenickt sein. Ja, dann willkommen. Ich bin Erika, die Arena-Leiterin von Prismania City. Meine große Leidenschaft ist sind Blumengestecke. Da liegt es auf der Hand, dass ich mich voll und ganz im Training von Pflanzen-Pokémon verschrieben habe. Ach, wie bitte? Du möchtest gegen mich kämpfen? Also sei es. Ich werde dir zeigen, aus welchem Holz meine Pokémon geschnitzt sind.
So, und dann fängst du an mit einem Tangela. Ich denke, wird wahrscheinlich wie ein Original so ein Tangela erzählen, ja, Giflor. Aber schauen wir einfach mal, wir haben ja ein bisschen was. Level 31 ist es, oder? Okay. Na gut, gucken wir mal. 31 hat es ihm nicht, nee, 32 hat es ihm nicht weggesteckt. Und auch das 33er hat keine Chance. Tschüss, Tangela. Schon mal die Variante weg. Und Utrikari hast du? Okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass du jetzt mit Giflor und Satzenia kommst, aber scheinbar sagst du lieber, nö, eher nicht. Gut, dann wird es hoffentlich ein relativ einfacher Kampf. Nicht ganz. Das ist überlebt. Ich hatte jetzt erwartet, okay, dass es das nicht überlebt. Scheiße, das ist natürlich jetzt alles anders. Gut, dass mir das überlebt. Das heißt, du wirst wahrscheinlich. Du wirst jetzt wahrscheinlich ein Links einsetzen. Ich habe keine Top-Genesung. Ne? Nee, ist der gleich. Ist der gleich. Übertrank. Das wird aber nicht reichen, um mich komplett zu heilen. Ich gehe davon aus, dass du gleich die gleiche Variante jetzt spielst. Er geht auf volle Power. Ah, gut, hätte ich auch mal. Da hatte ich auch die gleiche Variante. Okay, da machen wir es anders. Dann gehen wir auf Flammenwurf nochmal. Dann ist dieses Ultrigaria-Geschichte. Ich hatte jetzt erwartet, dass er einen Supertrank zieht. Ja, den Volltreffer hatte ich vorher brauchen können. Dann ist 76 Erfahrungspunkte, fast Level 33, glaube ich. Ne, 30. Und jetzt kommt das Giflor. Okay. Gut, dann muss ich jetzt wechseln, weil das mit dem Gift-Tip hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Also mir da ein bisschen Ärger macht. Okay, naja, alles gut. Ich bringe mich in der Herausforderung. Aber wir sind fast durch mit der Arena, wenn ich ehrlich bin. Das letzte Pokémon von mir und dann haben wir die Arena hinter uns. Und dann haben wir Brismania City hinter uns und dann können wir tatsächlich ein bisschen mit einer anderen Stelle weitermachen. Gut, okay. Gern geht drauf mit Evoli mit Pulsia-Aura. Das Pokémon ist vom Typ Gift und damit müsste die Attacke sehr effektiv sein. Oh, okay. Ach, leck mich doch am Sack mit dem Scheißspiel. Was ist denn so ein Lichtschild her? Ich hab's doch nicht aufgebaut. Okay. Dann machen wir weiter mit Pulsia-Aura. Na, was? Ich sag ja, das ist irgendwie nicht einfach mit. Komm, jetzt noch mit dem Volltreffer und jetzt mach Feierabend. Komm, finish es. Jawohl, und wir haben gewonnen. Orden Nummer 4 gehört uns. Raichu Level Up. Level 28, Monona Level 30. Und Arena-Leiterin Erika ist besiegt. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Deine Stärke ist beachtlich. Wie es aussieht, werde ich dir den Farborden überreichen müssen. Und jetzt, wo du im Besitz des Farborden bist, werden dir alle Pokémon Level 50, die du per Tausch erhalten hast, gehorchen. Und dann hätte ich noch da was für dich. Hier, bitte. Team 53 Megasauger. Die Team 53 erhält die Attacke Megasauger. Bringst du seinem Pokémon bei, erhält es die Hälfte der KP, die sie dem Gegner entzieht. Faszinierend, findest du nicht? Ja, definitiv sehr faszinierend. Und ja, damit haben wir auch die gute Erika in den Boden gestampft und haben 4 Orden mittlerweile. Jo, und dann haben wir's, liebe Leute. Gut, dann geht's heute weiter mit dem letzten Teil aus Brismania City. Ich hole mir noch gerade kurz eine neue versteckte Maschine, also so eine neue Technik, Geheimtechnik. Die wir jetzt auch sehr gut gebrauchen können. Und da geht es noch weiter. Warte mal, wo ist denn der Typ? War der nicht in Brismania City? Ich weiß nicht, was wir früher in Brismania City waren, aber ich weiß nicht, wo jetzt ist. Bin ich jetzt blöd? Wo ist denn der? Du bist es nicht, oder? Nee, das ist nicht das, was ich meine. Wo ist denn der?
Ja. Okay. Kammer. Gibt's den noch nicht hier? Wahrscheinlich gibt's den erst nach dem nächsten Teil. Okay. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass wir jetzt einen Typen haben, der hier mit Luftballons rumsteht. Der gibt uns nämlich die geheime vor einem Fliegen. Also, die geheime Technik Fliegen. Eigentlich ist der das. Aber irgendwie jetzt doch nicht. Das heißt, wir müssen erstmal noch was tun. Und das machen wir jetzt. Also, was heißt jetzt? Das machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich halte mal kurz meine Pokémon dort auf. Aber scheinbar können wir sie noch nicht holen. Wahrscheinlich müssen wir erst noch ein bisschen was tun. Das machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ja, und dann danke ich euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir uns in dem einzigen Gebäude noch um, das wir uns bisher noch nicht angeschaut haben. Bis dahin und tschüss.